Hört ihr das? Es ist mega leckerer Kuchen. Und soll ich euch mal was verraten? Joschas Mama hat 3 Kuchenstücke eingepackt. Nee, es waren 2. Ja? Du hast gesagt, du hast gestern schon 1 gegessen. Ja, und wie viel waren gerade noch in dieser Dose? Okay, das war so ein fettes Stück. Yes. Aber ich wollte euch sagen, Joscha ist nämlich nicht so ein Egoist, wie er so getan hat in der letzten Folge. Wir haben das wirklich gedrittelt und trotzdem ist ein ordentliches Stück Kuchen. Was jetzt leider zu viel? Und mega lecker, aber ich wollte eigentlich sagen, dass Joschas Mom super süß ist und immer Zeug für beide Mitbewohner einpackt. Also immer Zeug für 3. Danke, gebe ich weiter. Anziehen. Und kann unglaublich gut backen. Ist auch jetzt weniger dramatisch, wie sie das geöffnet hat. Liebe Leute, wir sind wieder daheim. Leider nicht durch den Vordereingang, sondern nur durch den Dienstboteneingang. Aber es ist Zeit für den Tartarus. Schon geil sieht es hier aus. Ich bin sehr gespannt. Jenny und ich haben gerade die Strategie besprochen. Was passiert, wenn wir dem Moneyboy wieder begegnen? Kannst du mal sagen, was der Plan wäre? Der Plan mit dieser Alarmwaffe ist, wir gehen nicht zum Boss. Achso, ich möchte mal hier Kronos sehen. Finde ich super. Wir müssen erst mal so lange überlegen. Das wäre klar. Die halten nämlich ordentlich aus, ey. Mhm. Alles gut. Es gibt mir Zeit, hier meinen Schwuhn zu essen. Ich hoffe, ich schmatze euch jetzt hier nicht allzu sehr was vor, weil ich ehrlich bin. Oh. Ist mir egal. Das ist wirklich zu lecker. So ein leckerer Apfel. So richtig bissfest, aber. Hm. Nicht zu süß. Hm. Was soll ich sagen? Tut mir leid. Wieso sagst du, tut mir leid? Naja, dass ihr den jetzt nicht haben könnt. Dieses Meisterwerk. Berliner Backkunst. Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt ernsthaft für den. Aber andererseits, es wäre ja ausgelaufen. Ja, ja. Man kann sich das ja nicht aufheben. Deswegen klein setze ich das ein, wenn es. Willst du einmal das Triple oder willst du. Nee, ich will schon verbessern. Ich gehe jetzt nicht straight nur zum Boss. Okay, wir meiden aber quasi Zwischenbosse. Ich versuche Zwischenbosse an. Oh, das ist ein Plan, mit dem kann ich arbeiten. So. Voll lecker. Ach, das geht nicht doch mal. Oh, sind das nicht diese Money-Säcke, aber in klein? Ja. Wir haben immer noch nicht gecheckt, by the way, wie der Boss ging. Hey, der Boss, also wir haben, ich habe mir ja den auch nicht angeguckt. Nochmal unser Video. Ja, das war auch jetzt implizit auch nochmal eine Aufforderung an euch. Also in den Kommentaren zu schreiben, falls es noch nicht geschehen. Was, du willst das Team nicht spoilern? Nein, ihr könnt Tipps geben, aber ich will jetzt keinen ganzen Guide. Nee, ich will keinen Guide, wir fallen ja auch keine story-relevanten Spoiler. Sondern so eine Idee. Hey, habt ihr vielleicht schon mal das probiert? So könnt ihr euer Kommentar zum Beispiel anfangen. Hey Jenny, hey Josh. Schönes Let's Play bisher. Versucht doch mal beim Geldsack Folgendes. So, ich habe euch die Hälfte des Kommentars jetzt quasi vorgeschrieben. Das ist Service, oder? Ja. Eine Vorlage quasi. Na, so eine, was zum Einsammeln. Was so eine zum Blume, ein, so eine was Blume. Hast du da eingesammelt? Eine Blume aus der Welt. Okay. Was darf's sein? Deine speziellen Studien verursachen gegenseitig eine Explosion oder Bahnkreis. Nee. Wir haben halt einfach nicht so mega Fähigkeiten tatsächlich bisher. Nee, ist nicht der Knaller. Aber immerhin gibt's ja noch was zum Ausbuddeln. Also unser Garten. Ey, wir haben 444. Ach, wir haben doch auch den Skill mitgenommen, dass wir. Dass mehr Dukaten und sowas kriegen, ne? 75% mehr. Ich schau mal, warum wir Asche auf der Bank haben. So viel Geld kannst du gar nicht ausgeben. Oh! Alter, ist hier was los? Ah! Ja, erstmal hier. Die sind alle ganz schön aggressiv. Das ist gut. Das ist unser Zuhause. Es verriet er. Hier ist eigentlich die Frage, ne? Aber es sieht ja. Oh. Sieht der Gegner das schon mit dem so? Ja, aber es ist genau. Sie sehen auch nicht so aus wie Viecher, die hier normalerweise heimisch wären, so, ne? Wisst ihr was? Bam!
Ah, mach kaputt, was ich kaputt mache. Enough of that. Jawoll. Enough is enough. Was noch nicht enough ist, ist dieser leckere Kuchen. Mm. Also, ich wollte weiter. Ach komm, ein bisschen quatschen. Quatschen ist immer gut. Quatschen können wir. Da ist Cerberus! Mm. Cerberus. Leg ich doch nochmal den Kuchen beiseite. Das ist Hades. Ja, der hat seinen Bart. Aber erstmal sprechen und streicheln wir unseren Mund. Stay back. Oh. Got it. Ferocious Cerberus, yet guards his master dutifully, having discovered him within these depths. Another tormentor come to break me, or to try. And such a frail one at that. Has the Titan Lord a lack for decent help? Spannend, dass gerade er noch so ein Placeholder-Art hat. You, are you the master of this beast? The master of this beast? Well, if I'm to be remembered, I could think of far worse ways than that. Though this beast has yet to so much as snarl at you. Lord Hades, you're my father. I'm Milinoe. I'm your daughter. My daughter, Milinoe. Merciful fates, you cannot be here. He shall find you. He'll find you and... I'll slay him where he stands. Where is he? He's in my blasted house, where you were meant to be, and I. Look at me, daughter. I cannot confront him on my own. What do you expect shall happen? Das kommt schon eingebildet. I expect he'll underestimate me. Father, let me free you from these bonds. No. No, that would bring greater ruin, nothing more. Now get out of this place. Then let me lend to you what strength I still possess. Das ist also geschwächt. Oh krass, ich hab richtig Gänsehaut. Also, krass. 1% Regeneration. Von meinem Schaden. Du fügst für jedes verbrauchte Todesverachtung 10% mehr Schaden zu. Also will einfach 10% Damage mehr. Kronos ruft im Kampf weniger Verstärkung herbei. Und man 10% mehr Damage? Oder, also, das oder das Letzte, oder? Ja, wahrscheinlich das Erste, oder? Weil ich mache ja viel Schaden, dann müsste ich also 1%. Lohnt sich, das ist die Frage. Also, wenn du. Mal so, was macht so ein Heavy Hit? Macht 400, ne? Ja. Also, da. 4 Leben. 4 Leben mit einem Hit. Maximal wiederhergestellt. Aber du insgesamt kannst du nur 100 wiederherstellen, oder? Das ist. Ja, nicht also, insgesamt für immer und nicht in einem Fight, ne? Ja, deswegen. Dann nehmen wir mal die Mitte. Weil es bleibt einfach. Einfach 10% Damage. I'll be back for you. Don't be a fool. Okay, krass. Ich hätte nicht erwartet, dass das irgendwie jetzt schon so kommt, ehrlich gesagt. Aber ich mag es auch, das ist relativ überraschend, ne? Mhm. Ich gedacht, dass jetzt sie einfach mal. Ich finde es halt trotzdem lustig, dass er als Figur eine Placeholder-Art hat. Boah, habt ihr da nicht noch welche rumliegen vom letzten? Ja, da gab es ihn ja nicht in Ketten gefangen, aber ja. Okay. You'll be avenged. Wir haben unseren Vater kennengelernt. Schön, schöner Moment. Das ist alles anderes jetzt vernünftig hier noch Bonus hier. Boah! Das waren so viele. Hilfe. Schön. Vollwertiges Mitglied dieses Let's Play. Ja, mit ganzem Herzen und noch. Oh, oh, das ist ja großer. Okay.
scheiße, die Dinger drin. Aber hier würde ich sagen, ja, diese Bouncy-Bounce-Fähigkeit, über die wir letzte Folge sprachen, ne? Dass sie irgendwie abfallen können, Sachen. Wie wird sich lohnen? Das ist aber auch schon geil, dass wir gespielt haben, dass das. Nein! Mehr Reichweite hat. Ja, ich bin, an sich bin ich auch zufrieden mit dem Bild, aber das fehlt so die eine Knallersache irgendwie. Aber ja, wir haben nicht so geile Elemente irgendwie. In sich wirkt es recht ausgewogen irgendwie. Der Ton ist jetzt neutral. Ich gucke, ob ich hier noch irgendwo was umliegt. Nee, kein Boss. Wir wollen Kronos sehen, ne? Wir wollen Kronos sehen. They never learn. Und der Stelle muss ich schon mal erzählen, wer damit aufzubauen ist, nicht überquatscht. Wir sind jetzt die Woche. Diese Folge kommt wahrscheinlich am, weiß ich nicht, sagen wir mal Mittwoch oder Donnerstag raus. Und zu diesem Zeitpunkt wird Jenny irgendwo bei Köln in Düren rein, bei ihrer Arbeit. Und ich bin in Malmö für meine Arbeit. Wir haben nicht mehr viel auf Halde, deswegen rechnen wir mit der nächsten Folge nicht vor Samstag wahrscheinlich. Es sei denn, wir haben gleich so viel Bock und nehmen noch eine auf, aber auch die wird wahrscheinlich nicht vor Samstag online zumindest sein. Es wird also ein Häuschen geben. Aber vielleicht können wir hier so ein kleines Highlight schon mal erschaffen, indem wir wirklich Kronos treffen. Mal gucken. Ob ich da wirklich schon auf uns mache, der wirklich nicht alles sehr da. Oh, das war ja wohl unfair. Mehr ist das alles! Das ist derjenige, der nicht spielen muss. Ah! Hast du gesehen, ich habe ihn abgewehrt, den Speer. Vielleicht ist das alles, passt ja sogar. Es ist, glaube ich, aus. Vielleicht ist das nicht Achilles in Troy? Nee, nicht Achilles, sondern. Doch, Achilles. Schwert sich, dass man ihm keine richtigen Gegner gibt. Wir bleiben quasi im mythologischen Thema. Ich mag das ist ein bisschen Jennys Berserker-Mode. Ich glaube, da haben wir eine gute Fähigkeit, die passt zu dem Ding. Alter, ach so. Wir wollen einfach nur sehr konzentriert, sehr viel Damage. Gab es, weil ich darüber sprach, gab es Achilles in Hades 1? Als Figur? Ja. Cool. Oder? Ja, hat er sich nicht gedatet? Ach oh Gott. Das klingt nach Hades auf jeden Fall. Also nicht uns, aber. Oh, so Google mal kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den so ein Date mit Achilles? Ja, doch, ich glaube, den trifft wirst doch der, der in der Zwischenwelt zu sehen ist. Okay. Achilles. Hades 1. Danke. Ja, er war in Hades 1. Das ist doch der Blondie, oder? Ja. Mit so einem grünen Gewand und einem langen Speer. Dann habe ich ihn nicht verwechselt. Den trifft man in der. Ja, genau, in dem. Das ist ganz cool, wenn im Hades-Wiki, das ist bei hades.fandom.com, da siehst du scheinbar zu jeder Figur seine Beziehungen. Da steht dann zum Beispiel Thetis, Mutter, Peleus, Vater und dann Patroklos ist sein Lover. Dann seine Mentoren, ja. Athene, seine Patronen. Wir befreien den doch für ihn aus der. Ja. Seine Kollegen, finde ich interessant. Artemis-Fan? Fällt mir. Ja, das ist doch so. Oh nein! Das passiert also, wenn diese Glocken kaputt gehen. Bing bong. Boah, ey. Das ist nicht so geil hier. Sehr eng, ne? Mhm. Ja, aber ich verliere echt viel Leben, ey. Hast du gesehen, ich habe alle kleinen Scheißsamen bin ich ausgewichen. Ja. Dass der das auch alles packen kann. Jetzt müssen wir den.
Second blocken. Das macht er schon die ganze Zeit. Wenn er diese Stance irgendwie hat, ne? Übrigens, wir haben so absurd viel Kohle. Ich würde gerne mal einkaufen. Jetzt. Was zur Hölle kann man sich da für 650 kaufen? Tausche 8. Da können wir die eine, unseren einen Angriff tauschen gegen zwei andere. Okay, was ist das Megaticket da links? Das ist einfach nur, damit wir in dem Shop später bei uns in unserer Base was kaufen können und bestellen können. Okay. Das belohnt sich also nicht für einen Fight. Okay, was sich lohnt, würde es zwei Aufwertungen, 80 Schild und mehr Mana. Das sind 480 ich weiß, zusammen. Aber die anderen kosten, ja. Ich weiß nicht wirklich, ob zwei Fähigkeiten von dem Hammer besser sind als unsere. Du verzichtest ja auf eine. Weil unsere ist halt das. Gerade. Ich meine, jetzt bist du auch daran gewöhnt. Ich finde es auch. Ich weiß nicht, ob es smart wäre, das jetzt. Also deine. Deine Angriffe fingen. Ja, das ist geil. Level 8? Achso. Ich dachte, wir können mal was auf Level 8 bringen. Haben wir was? Haben wir eben schon mal was geschenkt? Alles konnten ja, wir sehen, oder? Ich glaube, wir haben ihm was geschenkt. Ja, wir haben das letzte, vorletzte Folge, glaube ich, freigeschaltet. Dieses Buch irgendwo. Hier. Nein. Da mal so. Nee, haben wir dann aber okay, dann schenken wir ihm doch mal was. Ja. Would you indulge me for a moment, Boatman? If we're to restore the old order around here, I was thinking why not start like this? Ja. Wait, are you certain there's no charge for this? Okay. Manchmal denke ich an so Stellen wie hier, wo so die Eingangstür Placeholder offensichtlich ist, dass es mit Absicht ist, damit du wieder erinnert wirst, dass es nur, ne, noch nicht Feinde ist. The House of Hades now is but a fading memory, for in its place a new formed palace rises, twisted into the visage of the world conquering Titan of Time. Okay. Und sie haben absichtlich so ein paar Dinger drin, dass du weißt, ah, ich spiele ein Early Access Game. Na, maybe. Please work. Na dann, liebe Leute. On my authority as Princess of the Underworld. Viel Spaß. Bin gespannt. Pardon. Didn't work. Oh. How about? Das habe ich mir schon gedacht, man hat es schon vorher gesehen, dieses runde Ding da. Schwimmen wir halt rein. Ja gut, warum soll er uns so einfach reinlassen, ne? Kratos! Okay. Welcome, my girl. Let yourself in, I see. Ooh, through the gutter. This family never had any class. Though I'm working on alleviating that within this house, if you would pardon all the dust. We have been renovating around here. Get up. You get up off that stolen throne. You know who I am, and you know why I'm here. Ganz cool, dass der Thron jetzt auch anders ist, der Flügel und so. Ne? Das ist ja eindeutig nicht mehr unser Thron. A family with no class and no civility either. Have I not made clear to you that your attempt to do me harm shall be in vain? I am a deathless titan. You merely are a poor, misguided girl. Hallo? Hear me, you enemy of night and darkness now. For your transgressions, you shall imminently die. Under Chthonic doctrine, this I vow. For there is no escape from fate beneath the sky. Wow. Manners. Cursing is forbidden in this house. By that token, fighting is forbidden as well. But for you, my girl, we shall have to make an exception. Time for you to go. Es wird Zeit. Warte, ich muss nochmal meine Kopfhörer. Ich bin super gespannt. Erstmal weg hier auf jeden Fall. Ja. Death to Kronos. Ja, ich glaube, das ist schon kein schlechter Start. Jetzt müssen wir die Trashbox zu kümmern.
Ah, First Blood an Kronos. Oh! Das sah jetzt durchaus aus. Nein. Natürlich hat er eine Sense. Sonst. Wow! Shit. Oh. Er ist in dem Moment da. Schade, das kann ich ja nicht wissen. Oh! Okay, das wird sich etwas an. Gott sei Dank, mach die mal wieder weg. Können nicht gut sein. Oben auch gerade seine Zeitleistung und das ist seine Lebensleistung, die anders ist. Ich glaube, die Adi mit dem Schild wahrscheinlich, ne? Der schießt gleich hierher. Du kleiner Penner, ey. Krass. Okay, da kann man aber nicht ran. Oh, jetzt schnell in der Ecke, ne? Oh, oh, die sind... Man weiß halt auch nicht, ob das kommt oder der andere Schlag, ne? Wirklich langsamer geworden, er ne? Nicht 80% langsam, ne? Er ist ja, langsamer. Warum wohl auch? Er ist halt ja, Titan, ne? Auf Time, also. Das ist auch die falscheste Fähigkeit für ihn. Du kannst die Zeit verlangsamen? Ach, süß. Ja, aber ich kann... Ich bin die Zeit. Ja, viel Spaß damit, genau. Ich bin hier. Boah, schön. Schilde, ne? Ah, da geht nach hinten. Aber er hat halt 1000 Angriffe. Ich erkenne auch nicht ganz, woher ich ja, sehe, ich dachte, welche. Ja, ich dachte auch, der macht nur so 180. Aber der schlägt so halb nach hinten, der Sense, ne? Was auch Sinn macht irgendwie. Ah, die Nummer. Jetzt. Fast die Hälfte. Das ist safe, die zweite Phase. Ja, halt, ganz safe. Alter! Du vergeudest deine Zeit. Nein, ich wurde getrotzt, okay. Natürlich, und ich bin trotzdem mit dem Ding hier. Achso, das war jetzt unser extra Ding, ne? Ganz vergessen, das zu sagen. Haha, ich hab den. Nein! Abgehört, muss ich gerade sagen. Schön. Schön. Learn your place. Oh fuck. Ich bin raus aus dem Ding. Ich kann nicht. Also seine Fähigkeiten sind nicht richtig verlangsamt. Ja, aber über 50%. Nicht gut. Also, für den ersten Try. Wow. I had him in my grasp.
Ich dachte, er sagt noch was Tolles, das war ich gerade so. Ja, krass, Alter, das war Kronos. Ja, das war ganz geil. Auf ein Drittel, würde ich sagen, runter. Ich habe den Wechsel zur zweiten Phase jetzt gar nicht so... Er hatte noch keine zweite Phase. Nee, er hat 100 pro eine, weil wir sein Leben runtergekloppt haben, so wie auch Hades. Achso, zweite Phase. Zweite Phase hat er auf jeden Fall 100 pro. Stimmt, weil ich dachte, okay, zu 50% kommt wie bei Cerberus sicherlich der zweite Turn. Nö, aber er hat jetzt hier einfach schneller und mehr gemacht. Ja, interessant, ne, dass er nicht auf 80 verlangsamt wird. Ich hatte das Gefühl zum Beispiel bei Cerberus, dass diese 80% Verlangsamung schon irgendwie mehr oder weniger der Fall war. Klar, ich glaube bei ihm... Weniger, vielleicht so 40%. Ja, also, aber es hilft trotzdem, ne? Ja, voll. So, ich betrachte dich ja mal. Gut, dann Storytime, erzählen wir mal. The dark princess reveals her deepest fears only to a stoic old amphibian, which long ago hopped into her tent and into her heart. Oh, wie süß. Only the deepest fears for you, Phrynos. I got all the way to Kronos, the one place I can beat him. But I couldn't do it. Not yet. Hey. Hey. Oh, hey, Mal. I was just floating. Floating around, I guess. And existing. Just kind of existing a lot lately. You? Failing, making progress, I don't know. Speaking of, shouldn't you be practicing your haunting, Dora? Oh, yeah, no, I thought maybe I'd take a break from that. Why do now what you could do later, right? Okay. For the sense of accomplishment? The fates would have me do their bidding. This will take a little while. Whatever. Einheiten. So viel. Aber wir holen uns auf jeden Fall einen Nektar. Und hier gucken wir mal, was wir für einen Tipp brauchen. Approach. I need to make my own way to the surface. Ach ja, wir können ja noch in den Olymp, wenn wir es uns leisten können. Was brauchen wir denn dafür? Was war denn das? Wie lang die Ficht versiegelte Durchgänge zu passieren? Einen Schatten. Wo kriegen wir Schatten her? Können wir Schatten kaufen? Ruf des Unheils. Aschweider. Altar der Asche, besser. Goldener Lebensbrunnen. Läuterung des Brunnens. Nee, ich glaube, Schatten können wir hier nicht kaufen, ne? Was ist denn bei Exotika? Wie bitte? Was, Reagenzien, was ist der nächste Reiter? Exotika hat er nichts, okay. Weil er mir nichts anzeigt auf dem mittleren Reiter. Hier, you are. Ja, wo kriegt man Schatten, ist die Frage. Kann man bestimmt storymäßig oder muss man anbauen, steht das hier irgendwo? Ich kann vergiss mal nicht machen. Dann zeigt er uns an, wo wir hinlaufen müssen. Ich finde den Tool übrigens geil, ne? Versiegelte Durchgänge zu passieren. Klammern, wie den dazu überfüllt wird. Wink, wink. Wink, wink. Geil. Okay, was gibt's? Können wir nicht irgendwas. Ach, wir brauchen drei, wir haben nur einen. Ach komm, das können wir doch nicht. Was war denn Ruf des Unheils? Naja, weiter Story. So. Ja, von den Knochen gedünstet. Oh, Cauldron. In you go. Hear me, O Doom. Hear my voice from afar. I need beseech you, wherever you are. Where are you, Lord Moros? So it goes at times. So, jetzt bin ich gespannt, was sie zu unserem Abenteuer zu sagen hat. I reached the house, Headmistress. Did everything as practiced and as planned, except he was too strong. No, this is an excellent result. You are still here, having learned more of what it takes to reach our enemy and what he can do to resist. Do you feel ready to continue your pursuit? Yes. Yes. If I can reach him, I can take him. Stark. Take him. Nemesis must have a head start. Greetings. Oh, was wollen wir denn? Kind of moss I need only grows on the surface. Mein, wenn es in Tartarus, ich finde das, ja, wächst, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Oh, Weizen brauchte man auf jeden Fall irgendwas. Ja, ich bin Hail Shades. Sie haben den. Was passiert denn, wenn man, warte mal, man kann doch hier noch. Oh, nee. Was brauchen wir denn hier? Gibt es hier noch etwas, was wir uns erkaufen können? Wir bräuchten eine 6, sind super, super, super teuer. Rohrkolben haben wir nicht.
Schattenvollen ist auch nicht. Also nee. 6 kaufen ist echt hardcore, ja. So, there's a bit of a new wrinkle in our plans. We've been able to verify some of the details that Master Hermes suggested to you about what's brewing on the surface. Please tell me what you may. And if you think it wise for me to deviate from my objective to address whatever's going on up there. The forces of Kronos gather to sail on Olympus through a channel cut across the land. You're poised to disrupt the enemy ranks from within. Aid Olympus, and your chances against Kronos may improve. Mm. The warded pathway leading up should drop me right into the heart of our foe's forward garrison. It seems so reckless. Call it a calculated risk. Ja, du gehst ja doch nicht hin, ey. Hat hier geschmeichelt? What say the cards this eve? Ich glaube schon. Mach mal Escape-O. So, du meinst Escape. Ich dachte, hier sieht man es auch. Ja, seht ihr, wann er es jetzt gespeichert hat. Ah ja, okay, ich wollte nur sicher gehen, weil wir werden jetzt hier nicht den nächsten Run starten, sondern... Achso, dann machen wir hier auch noch nichts mehr? Weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt wäre es ja Equipment für den nächsten Run, oder? Ja, das macht dann keinen Sinn. Waffenauswahl, aber dann will ich mich hier hinstellen, dann weiß ich, dass wir das noch nicht gemacht haben. So. Ja. Cool, ihr Lieben. Das war das erste Mal Kronos. Wir haben Vater gefunden. Wir haben hoffentlich unseren Severus befreit, weil der war ja dann plötzlich da. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, was ich zwischendurch nicht mehr untergebracht habe, Eris hat uns nicht verflucht. Ja. Das erste Mal, dass wir nicht begegnet sind. Nice. Und wenn Hades da irgendwo unterwegs ist, ne? Ja. Wenn unser Vater da unterwegs ist. Ist auch vielleicht Persephone irgendwo und unser süßer Bruder, den wir eigentlich ja nicht, wir kennen ja keinen von denen so richtig. Nee, nur vom Bild her, ne? Ja. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt. Liebe Leute, wie gesagt, es wird wahrscheinlich ein, zwei Tage länger dauern, jetzt bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Run, aber wir haben ja hier einen ganz guten Abschluss jetzt gehabt. Und außerdem kommt ja noch dieses andere Roguelike-Ding namens... Rogue Prince of Persia? Da hat Jenny auch ein Auge drauf geworfen. Das ist nämlich von den Dead Cells-Leuten und ich liebe Dead Cells. Das kommt, glaube ich, nämlich am Dienstag nächster Woche. Ich weiß nicht, was ein Datum das ist. Also irgendwas mit dem 27., 28. Mai oder sowas wird das sein. Nice. Würde ich doch freuen. Vielleicht war es auch Montag. Ihr werdet sehen. Mach's gut, ihr Lieben. Bye, bye.